Einen wunderschönen. Willkommen zum zweiten Kapitel von Butterfly Sign. Ja, im letzten Kapitel sind wir ja mehr oder weniger, was heißt mehr oder weniger, wir sind es ja. Wir haben herausgefunden, wer wir letztendlich sind. Sprich, ein Mr. Henderson, der einen Autounfall hatte. Seine Frau ist dabei scheinbar schwer verletzt, gestorben. Nee, Hirntrauma war das ja genau. Und aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen haben wir sehr viel Geld gemacht und haben das RX-44-Medikament auf den Markt gebracht, entwickelt, was die Grundlage ist für Ramex. Ramex ist das, was wir jetzt hier gerade scheinbar eingenommen haben, und wir wissen eigentlich immer noch nicht, wer wir wirklich sind, oder sind wir es doch, oder erleben es nur so. Es ist sehr, 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 sehr kurios, und es hat auch das Spiel hier schon damit angefangen, dass wir eigentlich das Ende vom ersten Kapitel nochmal gespielt haben. Ich war da total perplex, deswegen fangen wir jetzt nämlich an der Stelle richtig frisch neu an. Und wahrscheinlich, um die Steuerung nochmal zu lernen, hier haben wir ein Handy. Dennis, dringlich. Wir mit Emilie sind in Havarie geraten. Sie verließ die Besinnung. Wir sind aufgeschmissen. Wir befinden uns im Funkloch. Ich versuche, alle anzurufen. Hier auf dem Berg gibt es ein Gebäude. Sieht so aus als Krankenhaus. Vielleicht ich finde dort eine Hilfe. Ich hoffe sehr darauf. Aber es ist hier bitterkalt. Weiß nicht, ob ich es mache, lange mit. Gut, die Übersetzung, wie gesagt, es ist, glaube ich, ein russisches Entwicklerteam. Ich bitte, bezüglich der Übersetzung einfach mal drüber hinwegzusehen. Ich denke mal, das kann man einfach mal machen. Und das sieht trotzdem immer noch richtig schön aus. Wobei das hier sehr... Können wir echt hier weggehen? Das ist ja schlimm. Wo können wir denn hinlaufen? Das ist doch wieder der Weg, den wir schon mal gegangen sind. Ah, ich verstehe. Moment. Da ist die Frau nämlich drin, ne? Sind wir Dennis? Nein. Aber ich glaube, die Frau lebt nicht mehr. Und hier geht's nicht mehr weiter. Boah. War schon krass gemacht, oder? Und darum ist wieder das Hospital. Waren wir hier nicht schon mal genau in der gleichen Situation, nur ohne Frau dort hinten in dem Zelt? War das Wetter nicht ähnlich? Ich glaube, das war ähnlich, das Wetter. Irgendwo kommt hier ein Geräusch. Dann müssen wir wieder den gesamten Weg wieder laufen, bis dort hoch. Aber scheinbar ja. Ja, wir müssen komplett wieder hier hochlaufen. Krass. Ja, ich finde es jedenfalls cool, dass die Entwickler hier das zweite Kapitel jetzt endlich draußen haben, weil... Ich kriege ja richtig Paranoia von den Geräuschen. Weil es doch sehr viele Fragen natürlich offen gelassen hat. Und... It's my wife. I recall. Okay. Dieses Geräusch. Das kennen wir ja schon vom... So, und hier ist jetzt das Ende im Gelände. Warum, was schwebt denn da? Memory not available. Hier, dieses... Keine Ahnung. Oh, bitte nicht wieder ins Hospital. Nicht ins Hospital. Oh, guck mal hier, die unterschiedlichen Farben von Lichtstreifen, ja. Schon krass gemacht. Habe ich schon erwähnt, dass das optisch wirklich schön aussieht, also detailreich gemacht. Wobei das natürlich jetzt eine Passage ist, die ja schon aus dem ersten Kapitel existiert. Da ist jetzt
nichts Neues erfunden und entwickelt worden, außer vielleicht optimiert. Und darum kommen wir nicht rein. Wer baut sowas eigentlich? Ist das Tor da unten offen? Das ist schon wieder offen. Aber ich glaube, wir müssen mit dem Fahrstuhl fahren, oder? Aber müssen wir die Stromkreise wirklich wieder ausrichten? Bitte nicht. I got in the hospital using the elevator. It's my second time doing it. Ja, können wir ganz normal hochfahren? Oh. Don't stop. Go and solve the tangle. My colleagues are already deciding what to do with you, and trust me, if everything becomes clear in the next couple of hours, we won't have a choice. Ja, aber ich habe das hier schon gemacht. Oh, kein Zeitlimit mehr? Och, ihr seid ja gnädig. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, was wir für Möglichkeiten haben. Wir waren nur zweimal nach rechts. Das heißt, wir müssen... Haut das hin? Gucken wir mal. Also ich glaube, dass wir das wegklicken und dann fangen wir mal an mit einmal hoch, einmal links, einmal so und einmal so. Und dann... ein Hoch haben wir ja gar nicht mehr. Also können wir kein Hoch, weil das Hoch brauchen wir oben. Wartet mal. Das heißt, wir brauchen hier so eine Geschichte und es wird wahrscheinlich hier nach unten gehen. Dann geht es hier nach oben und dann... Also, hätte ja fast geklappt. Jetzt hätten wir den gebraucht. Verdammt. Können wir den nochmal nehmen? Och, bitte. Einmal gesetzt ist vorbei. Wir müssen dann hier eine Schleife bauen. Halt, nein, Restart. So. Also nochmal. Wir müssen so, wir müssen so, wir müssen. So, wir müssen dann dat und dat und dat und dat und dat. Ich glaube, bei solchen Sachen ist es immer am besten, wenn man von hinten anfängt. So. Und wir fahren endlich hoch. Wir haben das alles schon mal gemacht. Warum muss ich das nochmal machen? Oh, bitte. Diese Geräusche. Errungenschaft Elevator. When I reached the top, I saw the entire mountainside on which Memority stood. Das sieht gut aus. Oh, jetzt müssen wir wieder in dieses creepy Hospital hier. Huch. Nochmal. Human Error. Romanov? Ja, ich könnte jetzt rechte Maustaste drücken, aber da kommt nichts. Wir springen doch nicht etwa? I remember the dam. Something happened there. Something important. Okay. Ah, genau. Und das fand ich hier so richtig krass. Diese Schatteneffekte, die hier drin waren, von irgendwelchen Sachen, die gar nicht existierten. Weil es irgendwelche Schatten waren von Restgedanken, Erinnerungen. Ah. So, wo sind wir? Wie wichtig? Das, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht. How important was this study? Important enough to annihilate the entire asylum for it. Okay. So, dann machen wir mal hier alles auf. Hier war der Computer.
Also fing hier in der letzten Zeit Chaos mit diesen Änderungen der Sicherheitssysteme an. Bald muss eine Sicherheitsfirma aus Bukarest kommen. Das hatten wir ja schon. Das Passwort ist Memority 2010. Wenn die Firma kommt, stelle sofort ein neues System. Apropos, erlaubt man uns jetzt zum Internet vom Arbeitscomputer anzuschließen? Der Browser arbeitet jetzt, du kannst ihn selbst prüfen. So, hier war nämlich vorher kein Kennwort. Ach so, Memority 2010. Ich habe Enter gedrückt. Recent Files haben wir nichts. E-Mail. Im Zusammenhang mit der Änderung der Hauptsicherheitssysteme entsprechen die neuen Passwörter für die Computer im Erdgeschoss den Nummern der Büros. Das hatten wir auch schon alles im ersten Teil. Das ist alles hier nochmal eine... wisst ihr, was ich meine? Guck mal, und hier können wir nämlich hier... Weiß ich nicht. Können wir nämlich auch das machen. Load, komm. Ach, das ist die Google-Suche. Geht das jetzt nur noch über Google-Suche? Das wär's ja. Laut. Es geht nur noch über die Google-Suche. Gut, Eigenwerbung. Lassen wir das mal sein. Da ist nichts weiter. Nochmal. I recall the dam. One of the men involved in the attack was standing on the dam. Where are we? I'm sorry, Jack, but I cannot tell you that. Können wir jetzt hier nochmal alles aktivieren? Effect of RAMX on the human brain. This experiment was conducted by Kira Adams. So, patient 046 suffers from complex personality disorders. 3 years ago received a serious head injury resulting in a coma. Wir können ja alles nochmal neu machen. To perceive the world around him adequately and lost. Das Opfer fiel und schießt mit dem Kopf gegen ein Waschbecken. Wir können ja alles nochmal neu machen. Es war etwas Persönliches, leistet aktiven Widerstand, das Opfer lässt sich das Gesicht beim Fallen. Kleidung. Das Opfer wurde hier nicht getötet, Körper wurde hier hergebracht. Das Opfer wurde hier an dieser Stelle getötet. Das wurde nämlich hier getötet. Das hatten wir alles schon mal gemacht hier. Pistole gehört dem Toten, er hat versucht sich damit zu wehren. So. Und dann gibt es hier, glaube ich, irgendwo noch... Moment, da. Ein Feuerlöscher. Der Feuerlöscher rollte zufällig hierher, nachdem er von der Kugel getroffen wurde. Genauso ist es nämlich. The victim was a security guard. He was killed by several shots in the back. He fell and hit the wash basin. One bullet apparently ricocheted and hit the fire extinguisher. Warum kommt das von der Decke? Das Wasser kommt von der Decke. Okay, damit hätten wir das Rätsel erstmal wieder gelöst. Aber warum müssen wir bitte schön alles nochmal neu machen? Oh, ist das duster. So, hier war das erste... Hier kommen wir gar nicht mehr rein. Ah, da war es hier. Weil hier war der Computer. Warte mal, das war hier die Zimmernummer. Was steht da? Ich brauche die Taschenlampe. Wo ist meine Taschenlampe? Ich habe keine Taschenlampe. Und diesen Gang gab es auch nicht. Was war das? Hä? Kaputte Tür. Die Tür fiel wegen altersschwacher Türangeln heraus. Das glaube ich nicht. Die Tür war verschlossen, aber jemand trat sie von innen heraus. Ne, genau. This door leads to the abandoned part of the building. It was firmly closed for more than a year, but it got knocked out from the inside. It is very strange, because there shouldn't be anyone in there. Ja, hier sind die Attentäter reingekommen im ersten Kapitel. Haben die Taschen vergessen? Söldner ließ die Taschen so, als sie eindrangen. Bags with equipment. Probably left after the attack. It means mercenaries passed through here. So, wir haben nämlich hier irgendwo... Huch! Was jetzt? Wieso springen wir? What? I already was here, Errungenschaft. Wir springen hier ständig.
Also jetzt wird's gerade ein bisschen strange und verrückt, oder? So, und wenn ich jetzt versuche, hier hinten rauszugehen, werden wir dran gehindert. Where am I? What is this place? Ey, was verballer ich hier gerade für Errungenschaften? Was ist das? Ich brauche meine Taschenlampe. Hatten wir nicht vorher eine Taschenlampe? Ich frage mal lieber was Unverfängliches, was schnell wieder weggeht oder gar nicht beantwortet wird. Ich gehe mal hier weiter. Ach, wir sind ja wieder am Eingang. Oh oh. Hatten wir das schon? Ja, hier war das andere Band. Record 2. The Ramex Active Ingredients Working Principle is similar to formation of the fetus nervous system in a pregnant mother's womb, allowing the creation of new nerve cells at an incredible pace. But the substance synthesized in our laboratories has much more potential than the standard rate of an embryo's development. And I'm not sure how the patient's body is going to react, but we expect 10 to 15% recovery to the second floor. Of the neurological It's tissue empty. Within the first 24 hours. I need to find an entrance to the second survives. Block. Okay, das kannten wir auch. Einschränkung der Sicherheitsmerkmale, der Sicherheitsmaßnahmen. Wir sind jetzt hier auf dem Weg zum Büro von Dr. Romanov. Da war eine Leiche unten, genau. Wir erleben das Ganze jetzt nochmal. Aber mit dem Wissen, was wir vorher erwirtschaftet haben. Ich brauche mein Licht. Was ist das Zapduster? Keine Ahnung, wie später eine Aufnahme aussehen wird. Ich brauche Licht. Ja. Wo ist sie? Wo ist sie? Jetzt ist sie nicht mehr da. Was? Es war doch eben noch dunkel. Boah, Spiel. Dann gehen wir mal in die andere Richtung. Da ist irgendwas oben. Das war letztes Mal auch schon so komisch kaputt. Die gab's doch irgendwo. Oh. Wir müssen das 28. Unterprogramm des Projekt X dringend überprüfen. Die Prüfung zeigt sehr negative Bewertung zu den Umstehenden. Die meisten geben sich der Meinung hin, dass die Maschine keine Gefühle haben kann. Aber wenn das Projekt X wird so schnell lernen, das führt zu nichts Gutem. Okay. Ja, da war noch ein Papierkorb. Da gucken wir mal rein. Der ist auch leer. Ich brauche doch bloß eine Taschenlampe. Jack, ja. Are you in the second block already? Ja, doch. I'm inside. Das Experiment wurde durch Kira Adams durchgeführt. Also, es ist schon 2 Wochen her, nachdem dem Patienten 46 eine Dosis von Ramex eingegeben wurde. Der Patient ist gestorben. Der Apparat versuchte lange Zeit eine Brücke zwischen dem eigenen neuronalen Netz und dem Gehirn des Patienten zu errichten. Aber das klappte nicht. Wir bezeichnen das als Fehler des Fleisches. Für die Minimisierung der Chancen zum Scheitern wollten wir etwas nach Art von virtuellem Intellekt schaffen, der die ganze Geschichte des Patienten erlernen würde, den Apparat für ihn völlig adaptiert und den virtuellen Assistenten des Patienten wurde, solange der Patient in eigene Erinnerung versunken ist. Aha. Sozusagen der persönliche Gott. Ich glaube nicht, dass so etwas überhaupt geschaffen werden kann, aber hat das uns zurückgehalten? Da ist irgendwelcher Glibber drin, ne? Wo sind wir denn hier? Geht nicht auf, geht nicht auf.
Das ist zu. Das ist nichts zu mitnehmen. Ich kann auch nicht rennen gerade. Is it the device to which I'm connected right now? Yes, it is. Okay, das kennen wir noch nicht. Before the attack took place. Yes, the device was functioning, and it is the only thing that wasn't destroyed in the fire accident. Good. Then it's time to put an end to it. Jack, it's very dangerous to use Ramex inside your memory after using Ramex. Okay. Any instability on the second level of memories will put you in a coma. Wir nutzen jetzt Ramex, während wir Ramex nutzen. Okay, ich klicke mal an. Ja. Okay. Ich würde mal sagen, wir machen an der Stelle ein kleines Päuschen und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und ich bin gespannt, wie dieses zweite Kapitel weitergeht. Von The Butterfly Sign. Bis dahin, euer Firefox.